Das Beste, was du dir in den Reifen stecken kannst, ist ein Schlauch. Oder doch diese neumodischen TPU-Modelle? Nein, das Beste, was du dir reinschütten kannst, ist Tubeless-Dichtmittel. Aber was ist es nun wirklich? Ja, und genau das finden wir jetzt gemeinsam raus. Die weltbekannte Schlauch-Tubeless-Matrix. Auf der senkrechten Achse sind die Kosten, auf der waagrechten Achse der Aufwand. Ich bezeichne den Aufwand als UF deshalb, weil das ist der typische Ausdruck, den der typische Reifenmonteur macht, wenn er sich beim Reifenmontieren unheimlich anstrengt. Eben, Kosten gegen UF. Bevor wir aber näher auf die geheimnisvolle Matrix eingehen, sollte man kurz einen Blick darauf werfen, was diese Dinge überhaupt sind. Den klassischen Schlauch gibt es schon seit es Schläuche gibt. Das ist der Großvater aller Schläuche und gleichzeitig sein eigener Urenkel. Schläuche gibt es seit Anbeginn, Schläuche haben auch seit Anbeginn die gleichen Vorteile wie auch heute noch. Er ist unheimlich preiswert, um mit sehr wenig Aufwand zu besorgen. Er ist auch mit sehr wenig Aufwand zu montieren. Er ist auch über die Zeit gerechnet preiswert. Wenn ich ein Jahr lang keine Panne habe, kostet mich ein Schlauch 6 Euro. Und das war's. Wenn ich 2 Jahre keine Panne habe, kostet er mich immer noch nur 6 Euro. Und das war's. Nur zum Vergleich, auch wenn ich bei Tubeless keine Pannen habe, muss ich ungefähr circa plus minus, je nach Fahrverhalten und Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und anderen Variablen, aber ich muss circa alle halben Jahr zumindest kontrollieren oder nachfüllen. Die Tubeless-Milch kostet grundsätzlich mehr wie ein Schlauch. Und sie wird auch weniger, weil ich sie verbrauche. Auch wenn ich keine Pannen habe, kostet mich Tubeless Geld. Tubeless ist immer teurer wie Schlauch. Punkt. Und, Moment, wir alle kennen diese Reparatursets. Die Reparatursets funktionieren so gut, dass reparierte Schläuche weiterverwendet werden können. Stressfrei. Und sollte ich dennoch nicht reparieren wollen, dann bieten Firmen wie Schwalbe zum Beispiel ein Recycling an. Tubeless Milch auf der anderen Seite kann ich nicht recyceln. Bei einer Panne verteile ich die im Wald. Wenn ich keine Panne habe und das Zeug aus meinen Reifen rauswaschen will, verteile ich sie im Abfluss. Recycelt wird da gar nichts. Auf der Negativseite muss man sagen, dass diese Dinger gegen Durchstiche doch eher anfällig sind. Und wenn man irgendwo fährt, wo man mit Durchstichen rechnen muss, ist das eventuell nicht die pannensicherste Variante. Die TPU-Modelle auf der anderen Seite. Die TPU-Modelle gibt es von verschiedenen Herstellern. Die Orangen sind von Tubolito, die Weißblauen heißen Aerotan und sind von Schwalbe und die Knackgelben zum Beispiel sind von Pirelli. Auch andere Hersteller haben die. Aber allen ist eines gleich. Man kann sie nicht mit einem Standard-Flickset reparieren. Man braucht spezielle Flicken für den jeweiligen Schlauch und im Fall von Pirelli kann man es gar nicht flicken. Ein weiterer Fakt ist, dass diese Dinger in der Regel, naja, ich sage mal, circa das Dreifache kosten. Also wenn du einen Schlauch so um 6 Euro kriegst, kriegst du solche Dinger in der Regel um 20 Euro. 3 bis 6 ist 8, das ist eigentlich schon fast das Vierfache. Also sie sind damit definitiv auf der teureren Seite. Aber er ist immer noch weit weg vom UF-Faktor, weil die Montage ist bei dem genauso easy cheesy wie bei einem normalen Schlauch. Der Grund, warum ich sowas reingebe, ist Gewicht. Ich will nämlich Gewicht sparen, dort wo es rotiert. Und das wollen vor allem die, die ganz leichte Räder haben wollen, aber trotzdem allwegs wenig Aufwand haben wollen, also einen geringen UF-Faktor. Cross Country ist dafür prädestiniert oder Tourenfahrer, die einfach wenig Gewicht am Laufrad haben wollen oder die auch für den Pannefall wenig Gewicht mitnehmen wollen, weil so ein Ding hat nicht nur weniger Gewicht, so ein Ding braucht auch weniger Platz im Rucksack, wenn ich auf Tour bin. Mit ein bisschen Glück kann ich 2 von den Dingern mitnehmen und verbrauche den gleichen Platz wie mit einem Schlauch. Wenn man seine Laufräder leichter machen will, aber gleichzeitig einen geringen UF-Faktor mit wenig Aufwand, sind TPU-Modelle wahrscheinlich die beste Idee. Durchstiche hatte ich bei dem Reifen gar keine. Na ja, gut, das ist der zweite Laufradsatz, der liegt nur in der Werkstatt und wird nicht benutzt. Ah, ich hatte aber auch das ganze Jahr schon keine. Über das Thema Pannen redet man nachher. Das, von dem viele meinen, dass es ohnehin jeder fährt und jeder braucht, in der Praxis aber tatsächlich die Minderheit aller Fahrer wirklich nutzt. Ja, Tubeless hat Vorteile, keine Frage. Ja, Tubeless macht Sinn, aber für wen macht es Sinn? Wir haben schon vorher festgestellt, ein Schlauch ist günstiger als Tubeless. Einen Schlauch montiere ich einmal, den kann ich im Spezialfall ewig flicken. Der bleibt dann drin und fertig. Auch wenn ich keine Pannen habe, verbrauche ich über die Zeit trotzdem Tubeless Milch. Und ich muss mir eine neue Tubeless Milch kaufen. Bei jedem Schlauch ist das Ventil bereits dabei. Da nicht. Da musst du das Gewicht des Ventils dazu rechnen und auch die Kosten für das Ventil. Und, richtig, Tubeless Ventile verkleben mit der Zeit. Hat man wieder einen Aufwand, hat man wieder einen UF-Faktor, muss man wieder putzen und muss man Geld investieren, weil man vielleicht ein neues Ventil braucht.
Und nicht vergessen, wenn ich einen Schlauch habe, pumpe Luft ein und das war's. Wenn ich juble, so pumpe öfter Luft ein, weil ich werde über die Zeit Luft verlieren. Ich habe also mehr Aufwand. Ich habe nicht nur größere Kosten bei Tubeless, ich habe auch einen höheren Uff-Faktor. Über die Zeit gerechnet, kann das hier noch weiter nach rechts wandern, während ich auf der A-Seite immer noch den gleichen Standardschlauch oder den gleichen TPU-Schlauch drin habe, den ich einmal gekauft habe. Wir können ja gerne über alles diskutieren, aber Tubeless ist definitiv teurer wie ein Schlauch. Fertig. Was wir jetzt herausgefunden haben, gilt grundsätzlich für ein Fahrrad, das nicht bewegt wird. Ein Fahrrad, das nicht bewegt wird, kommt günstig mit einem geringen Uff-Faktor davon, mit einem normalen Schlauch und einem TPU-Modell. Und es kommt teurer davon, mit der Tubeless-Variante. Jetzt werden aber Fahrräder in der Regel bewegt, mehr oder weniger heftig, und es passiert immer wieder, vielleicht oder auch nicht, je nachdem, welcher Reifen man montiert hat, wo man fährt, wie man fährt. Es passiert aber irgendwann an jedem, man hat eine Panne. Jetzt stellen Sie die Frage, wie oft habe ich eigentlich eine Panne? Wie oft? Wir ergänzen daher das fantastische Schaubild um eine weitere Dimension, und das ist die Pannenhäufigkeit. Die Pannenhäufigkeit ist ein variabler Faktor. Pannenhäufigkeit wird gemessen in Oje. Je nachdem, was man halt sagt, wenn man Panne hat, sagt man halt verschiedene Dinge. So, der eine Fahrer fährt gemächlich, ne, hat nie Pannen. Der fährt nicht dort, wo Dornen sind, der fährt nicht dort, wo spitze Steine sind, der fährt nicht rabiat bergab, der fährt aber normal. Der hat keine Panne. Für den wird die Bahnenhäufigkeit irgendwo da herüben sein, nicht? in diesen Niederbereichs-Bahnenhäufigkeitskoeffizienten. Die aber permanent Bahnen haben, weil sie aus welchem Grund auch immer mit zu wenig Luft fahren, die haben immer Durchschläge, weil sie auf ihre Linienwahl nicht achten, haben immer Dornen in den Reifen, weil sie nur durch Brombeerbüsche durchflitzen oder sonst. Es gibt ja diverseste Gründe, warum man Bahnen haben kann. Zum Beispiel, wenn man nur mit Kontinentalreifen fährt, zum Beispiel, hat man auch permanent Bahnen. Ne? Je nachdem. So, die eine höhere Bahnenhäufigkeit haben werden, die werden sich eher dann da bewegen. Ne? Eher im oberen Bahnenbereich. Ne? Eine dünne Grauzone gibt es dazwischen. Die machen wir jetzt nicht grau, die machen wir orange, aber ist vollkommen wurscht. Die dünne Grauzone ist dann hier dazwischen. Das ist die dünne Grauzone, die werden wir schraffieren. Das ist der Bereich, der wirklich ausschlaggebend ist. Das ist nämlich so ausschlaggebend, dass der Bereich der ist, der entscheidet, was wirklich für dich individuell und für dich individuell, das Beste ist. Weil warum? Hast du geringe Pannen und willst du auch wenig Geld ausgeben, dann ist das Beste für dich ein Standardschlauch. Hast du geringe Pannen und hast du nichts dagegen, ein bisschen mehr Geld auszugeben, willst vielleicht auch ein bisschen mehr Stichfestigkeit, aber definitiv weniger Gewicht, dann ist ein TPU-Modell für dich die beste Wahl. Hast du permanent Pannen? Hast du aus irgendeinem Grund immer Reifenprobleme? Und es ist dir vollkommen wurscht, ob du jetzt mehr Uff-Faktor hast oder nicht. Hauptsache, du hast das Thema mit den Pannen im Griff. Dann ist Tubeless für dich mit ziemlicher Sicherheit die beste Wahl. Ändere ich etwas an meinen Standard-Trails, die ich sonst fahre, fahre jetzt plötzlich eine Alpengross-Überquerung oder stürze ich mich nach Mexiko in die Dornen oder sonst irgendwas. All die jetzt plötzlich irgendwas ändern und zu befürchten haben, dass die Pannenhäufigkeit steigt, die bewegen sich dann hier in der Zone. Und die können dann überlegen, ob sie sich das antun, dass sie auf Tubeless wechseln oder ob sie in der Blase bleiben und eventuell einen TPU-Schlauch mitnehmen als Ersatzmodell für den Pannenfall. Und dann wieder auf den Schlauch zurückkehren. Der Schlauch ist für die allermeisten da draußen immer noch die beste Wahl. Der Schlauch ist die günstigste Variante, wie du überhaupt ein Fahrrad fahren kannst. Der Schlauch ist die einfachste Variante, wie du Luft in deinem Reifen behalten kannst. Der Schlauch hat den geringsten Uff-Faktor. Und wenn du auf Recycling stehst und deine Schläuche oder Reifen recyceln willst, dann gibt es eigentlich ohnehin keine Frage mehr, was du verwenden solltest. Willst du aber mit so geringem Luftdruck wie möglich fahren, ist dir alles recht, ist dir jeglicher Aufwand recht. Hauptsache, du hast keine Pannen mehr, weil du jetzt eh schon permanent Pannen hattest, weil du so einen großen Oje-Faktor hast und dich nicht vor einem hohen Uff-Faktor scheust und du das in Kauf nimmst, dass du mehr zahlen willst, dann nimm Tubeless und werd mit Tubeless glücklich. Ah ja, und nur bevor jetzt wieder irgendwer da draußen mit, die Profis fahren alle. Ja, und die Profis werden bezahlt dafür, dass sie mit sowas fahren. Die Profis würden alles machen, damit sie am Ende des Tages um 0,2 Sekunden schneller im Ziel sind, weil sie Geld dafür kriegen und weil ihre Sponsoren das erwarten, dass sie das machen. Profis fahren aber auch auf der Rampage und auf der Rampage haben die meisten einen Schlauch drinnen, weil mit Schlauch hält der Reifen besser auf der Felge und mit Schlauch kann ihm viel mehr Luft einpumpen und kann mit größeren Drücken fahren. Alle die ohnehin nur springen im Bikepark und sie Vollgas los
Luft rein, oder in den Raffen, die brauchen eh kein Tubeless, die sind besser beraten mit einem Schlauch. Schlauch ist immer noch das Beste, was man sich reingeben kann in einen Reifen, um die Luft dort zu behalten, außer man hat einen großen OE-Faktor und scheut den großen UF-Faktor nicht. Ich habe einen sehr geringen OE-Faktor, mein Wille zu einem großen UF-Faktor hält sich stark in Grenzen und fahre deshalb seit Jahresbeginn mit Schlauch. Fragen, Wünsche, Anregungen, dann ab damit in die Kommentare, weil richtig, dafür sind die Kommentare da, dass man da was reinschreibt. Tja, jetzt wo wir das wissen, stellt sich nur mehr eine Frage. Nämlich, womit fährst du in Zukunft? Schlauch, TPU oder Tubeless?